Kamera an und die Sonne kommt raus. Ein richtig schöner Herbstmorgen. Meine Routen liegen bereits. Ich habe es im Session Pack Teil 2 Video bereits schon angeschnitten, dass ich ein paar Plätze gefüttert habe und ja, den einen Tag, wo ich das Session Pack Video auch aufgenommen habe, eben auch gefischt habe tagsüber. Da ist natürlich wie erwartet nichts passiert. Gestern war ich nur füttern, es hat einen ganzen Tag geregnet oder einen ganzen Vormittag besser gesagt und ich musste ja auch noch ein bisschen das Video bearbeiten, dementsprechend habe ich mir dann die Zeit genommen, nur um zu füttern, bin dann wieder nach Hause gefahren und habe mich um das Video gekümmert. Ja, bin jetzt hier, habe die Ruten schon draußen, habe jetzt kaum was nachgefüttert, nur ein bisschen Paste um die Hakenköder gelegt, die ein oder andere Sichel habe ich auf dem Echolot schon ausfindig machen können. Bin daher sehr gespannt und ja, werde jetzt einfach gleich das Camp aufbauen. Werde euch vielleicht noch ein bisschen was zeigen zum Thema Rig und was ich halt hier gefüttert habe. Und ja, möchte ich auch vornherein gleich sagen, von dem ganzen Drumherum hier, von dem ganzen Gewässer, von der ganzen Stelle, einfach aus Respekt vor dem Gewässer und vor anderen Anglern, werde ich halt nicht so viel zeigen. Hoffe dafür, dass ich ein paar mehr Fische dafür zeigen kann. Und ja, es gibt, wie ihr sicherlich alle kennt, genügend Apps und ja, verschiedene Plattformen, auf denen man unterhalb des Gewässers oder direkt nach dem Gewässer suchen kann, zig Fänge und Fotos sieht von irgendwelchen Anglern. Und das gibt unseren Gewässern schon genügend Druck, macht viele Gewässer sehr, sehr kaputt und ja, die Leute merken gar nicht, was sie ihrem Gewässer damit antun, kommen beim nächsten Mal an ihrem Platz an und wundern sich, dass der belegt ist, links daneben belegt ist, rechts daneben belegt ist und ja, man stundenlang damit eigentlich nur beschäftigt ist, irgendwelche Plätze zu suchen. Teilweise, ja, oder großteils sind eben solche Apps dafür verantwortlich, deswegen feiere ich das gar nicht und wenn man eben noch die ein oder andere Stelle hat, die ein bisschen ruhiger ist, dann sollte man sich überlegen, was man davon preisgibt. Dementsprechend halte ich mich da ein bisschen zurück. Werde mich jetzt darum kümmern, hier das Zelt aufzubauen. Nachmittag kommt noch mein Kumpel Benny, mit dem ich im Mai auch schon fischen war. Und ja, jetzt schaffen wir es mal wieder hier im Herbst noch ein bisschen zu fischen. Deswegen hoffe ich, dass hier was geht. Jetzt ist absolute Platte hier. Das Wasser hat noch über 9 Grad, also eigentlich ganz gute Bedingungen. Aber ja, ich will jetzt nicht zu viel quatschen. Ich hoffe vielleicht tagsüber schon, dass ich hier einen Fisch zeigen kann. Das wäre natürlich richtig geil, wenn das Futter angenommen wird und ja, die Plätze laufen. Ansonsten hoffe ich wirklich in der Nacht auf den Fisch. Muss noch dazu sagen, dass es nicht ganz so entspannt ist. Also ich sitze jetzt hier nicht 2 Nächte durch oder bis Freitag, sondern ja, fahre Nachmittag meinen Junior abholen. Kommt dann abends erst wieder zurück. Und stelle mir morgen früh den Wecker auf 5 Uhr, dass ich so gegen 5:30 zu Hause bin, weil meine Frau sehr zeitig arbeiten muss, beziehungsweise so zeitig, dass der Junior vorher nicht in die Kita bringen muss. Dementsprechend muss ich das alles ein bisschen einplanen. Aber ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, würde ich sagen. Und ja, Feuer frei. Ich packe jetzt mal das Zelt raus, mache es mir hier ein bisschen gemütlich und genieße das schöne Wetter und die Ruhe. Und hoffe, dass ich euch vielleicht noch den einen oder anderen Fisch zeigen kann. We'll be right back.
Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich mich lang mache, sobald ich fertig bin mit dem Zelt und allem. Aber naja, wie es so ist, nutzt man das schöne Wetter und rennt ein bisschen mit der Kamera rum. Die Routen liegen, beziehungsweise jetzt gerade nur noch eine. Ich habe eine rausgeholt. Da war meine Schlagschnur schon ziemlich spröde, deswegen habe ich die eben gewechselt und nutze das gleich mal, um euch meine Montage zu zeigen. Auf jeden Fall eine 65er Schlagschnur, mindestens 60 nutze ich, dünner nicht. Und ja, ein Blei nicht leichter als 120 Gramm, 140 in dem Fall jetzt hier, nämlich ein 170er Gripper Inline Blei. Ich nutze seit langem gar keine Safety Clips mehr und wenn, dann nur mit Steinmontage. Ja, ich habe ein Jahr mal durchgerechnet, ich glaube, es war 2016 oder 17. Da habe ich hunderte von Euro an Blei verschossen. Dementsprechend nur noch Inline, was ich hier gerade eben aufgefädelt habe. Und hier jetzt auf meine monophile Schlagschnur einen Quick-Change-Wirbel befestige in der Größe 8. Zap, zarab. Ja, ich habe dann hier in meiner Rigbox natürlich immer einige Rigs vorbereitet. Fische hauptsächlich sehr, sehr einfache Leine-Liner-Rigs. Die sind schnell gebunden und ja, funktionieren wunderbar. Ich nutze, sage ich mal, zu mittlerweile nur noch zu 80% unsere Grip-Tip-Hooks. Und aktuell, und das werde ich jetzt auch hier machen, nutze ich unsere Enforcer. In der Größe 4 habe mir hier auch schon mal einen ausgeguckt. Das muss genau der hier gewesen sein. Mit einem kleinen Schrumpfschlauch noch drauf, um den Winkel hier ein bisschen zu beeinflussen. Und ja, gebunden ist das Ganze an unserem Bodyguard Hooklink. Perfekt, wenn man das alles schon vorbereitet hat. Den hänge ich natürlich einfach nur noch in den Quick Change ein. Ja, unser Bodyguard Hooklink ist ein ummanteltes Vorfach. Ist sehr, sehr weich. Kann ich auf jeden Fall allen sagen. Habe ich in der Form, sage ich mal, auch bei der Stärke, das hier 25 Lips, nicht erlebt, dass es so schön flexibel ist. Ja, also das legt sich wirklich einwandfrei über den Grund. Habe hier vorne natürlich eine kleine Partie in Zentimeter von der Ummantelung gelöst, damit der Haken einfach besser spielen kann. Und ja, im Grunde genommen ist das mein Rig. Das fische ich auf der anderen Route auch, nur eben mit einem Grip-Tip. Jetzt kommen wir nämlich gleich mal zu dem Thema Futter. Ich fische hier oder füttere hier eine Mischung aus 24 mm Squid Octopus Boilies aus der Eurobase Range, auch Squid Octopus Boilies in 20 mm und einen neuen Prototypen, den ihr hier seht, diesen grünen oder grünlich-bläulichen, sehr fischigen Köder. Ja, wie gesagt, ist noch ein Prototyp, beziehungsweise ist es auch eine alte Sorte oder eine alte Rezeptur aus dem Hause SBS, die es bei uns im Shop aktuell nicht gibt, die wir aber vielleicht wieder aufleben lassen wollen. Dementsprechend teste ich das hier gleich aus. Ich habe 4 Plätze gefüttert mit diesen Baits. Für mich und für meinen Kumpel, der nachher noch kommt. Und jetzt werde ich, wie gesagt, hier einen Schneemann montieren. Wir haben auch schon einen passenden Pop-up dazu. Es gibt aktuell noch keine grünen Pop-ups bei uns in dem Shop. Deswegen bietet sich gerade zu der Sorte ein grüner Pop-up an. Ich schneide, wie ihr seht, den Hakenköder und natürlich auch den Pop-up ein Stück an, setzt die beide aufeinander und das Ganze ziehen wir dann auf unser Haar. Brauchen wir noch einen passenden Boilie-Stopper dafür. Da haben wir einen. So, und das ist dann im Endeffekt schon das ganze Spektakel. Das fische ich auf der einen Route. Auf der anderen Route habe ich
ein Ace Lobform Morph da dran in der Größe 24 mm, und ja, ohne ja, Fake Mais oder was ich noch meistens so drauf habe, sondern ganz unauffällig auf dem Futterplatz, und hoffe, dass das Ganze funktioniert. Und Nachmittag geht es dann, wie gesagt, nochmal nach Hause, Junior abholen, und Abend bin ich dann wieder hier, werde die Routen dann nochmal neu fahren, und dann geht's mit gedrückten Daumen in die Nacht. Kurz nach 3, die linke Route ist gerade abgepfiffen und der erste Fisch zeigte sich. Ein schöner kleiner Spiegler, der auf dem Ace Lobform Wafter kam, in 24 mm. Wunderbar. Ich hoffe mal, dass die anderen Plätze jetzt auch langsam anlaufen werden. Es soll morgen den ganzen Tag regnen, dementsprechend wäre es gut, wenn wir in den nächsten Stunden vielleicht noch den einen oder anderen Biss bekommen. Im Trockenen. Und danach wird es richtig lustig. Ich hoffe nur, dass die Fische denn überhaupt beißen. Denn es soll bis Freitag Vormittag durchregnen. Weiter geht's. Spürst. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. So schnell sind die 2 Tage und 2 Nächte auch wieder vorbei. Ja, nach dem einen Spiegler kam dann am Tag gestern genau ein Biss. Leider hat der Fisch sich festgesetzt. Benny war da an meiner Route, hat getan, was er konnte, aber als er dann den Hänger gelöst bekommen hat, war der Fisch leider weg. Dementsprechend haben wir den leider nicht bekommen. Und ja, dafür war die Nacht etwas actionreicher. Es hat, wie gesagt, gestern den kompletten Tag durchgeregnet. Es war starker Wind und so war es die Nacht auch, bis auf ein paar kleine, schwächere Momente des Regens. Und an denen kamen dann auch genau die beiden Fische. Ich hatte erst einen Spiegler, ja, ich schätze mal um die 9 Kilo, also keine Riesenfische. Aber auf jeden Fall Aktion, ja, ein richtig schöner, sauberer Spiegler, makellos. Und als ich mit dem hier am Ufer war, da lief die andere Route ab und da war so ein richtig kleiner Fußballspiegler dran, ein ganz kleiner, dicker, runder, der sich ein 30 mm Ace Lobform hat schmecken lassen. Ich habe dann irgendwann nochmal gewechselt von 24 auf 30, dass, wenn bei dem Dreckswetter schon was geht, ja, es auf jeden Fall keine Brasse ist, und die sind uns zum Glück auch erspart geblieben. Ja, und das war es dann im Prinzip auch. Nein, Quatsch, ich habe noch einen Lauf gehabt gegen 2:30. Da war ein kleiner Schuppi dran, den habe ich aber direkt aus dem Kescher wieder schwimmen lassen. Und ja, seitdem war ruhig. Jetzt sind wir gerade am Einpacken.
Und siehe da, bei Benny war die ganze Zeit auf den Routen keine Aktion. Er hat die heute früh dann nochmal neu gelegt, eine seiner Routen. Und die ging gerade krumm. Er ist gerade draußen auf dem Wasser und ich hoffe, den Fisch konnte er aus dem Holz rauspicken. Und dass er hier gleich am Ufer ankommt. Dann werden wir euch den auf jeden Fall zeigen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und verabschiede mich an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Nutzt den Herbst, solange er noch da ist. Tada, da bin ich nochmal. Das Video ist doch noch nicht vorbei. Ich bin jetzt nochmal ans Wasser gefahren. Es ist mittlerweile der 1. Dezember. Was ich natürlich erwähnen möchte, ich war eine Woche nach der Session nochmal für eine schnelle Nacht an der gleichen Stelle gewesen. 22 Uhr angekommen und auch erst, keine Ahnung, 11:30 mit den Routen fertig. Und auch schon früh um 6 wieder auf dem Weg nach Hause. Warum? Weil ich die eine Route, die genau zweimal lief die Nacht, gleich draußen gelassen habe und so pünktlich zu Hause sein konnte. Ich habe in dieser Nacht einen richtig tollen Schuppi gefangen. Ja, kann man nichts weiter dazu sagen. Wirklich makelloser Fisch, der irgendwie kaum gekämpft hat. Ich weiß nicht, war ein bisschen müde wahrscheinlich, der Kollege. Bis wieder auf dem gleichen Platz, der bei der Session auch am meisten gelaufen ist, der Platz. Und ja, dieses Mal halt auch wieder. Und ja, gleich eine Stunde, nachdem ich den Schuppi wieder verarztet habe, wieder released habe, kam nochmal ein kleiner Spiegler dazu. Anschließend habe ich die Routen draußen gelassen und bin direkt nach Hause gefahren. Ja, manchmal lohnen sich eben genau diese spontan schnellen Nächte. Ich denke mal, das wird auch noch ein bisschen was mit dem Futter zu tun gehabt haben, was wahrscheinlich noch ja, in dem großen Areal, das ich gefüttert hatte, lag. Und jetzt allerdings, ich habe noch nicht geguckt, ist das Wasser deutlich kälter. Ich bin an einem anderen Platz auf jeden Fall dieses Mal und hoffe hier einfach auf meinen Erfolg. Und ja, verliere jetzt keine Zeit, werde die Routen rausbringen. Bleibe bis Mittag morgen, habe mir meinen Laptop eingepackt, werde ein bisschen Lake Office betreiben ab 6:30 rum und ja, hoffe einfach, vielleicht euch noch hier einen Fisch zeigen zu können. Auf jeden Fall werde ich mich morgen früh nochmal melden und jetzt geht's ab, Routen raus. Guten Morgen, da bin ich wieder, hab wunderbar geschlafen und leider nicht einen Biss bekommen, aber na gut, kann nicht immer klappen, das Wasser hat sich auch ordentlich abgekühlt, das ist noch knapp über 5 Grad und ja, die letzten Tage waren ja auch äußerst kalt und nur diese eine Nacht war jetzt mal ein bisschen angenehmer gewesen, ja, kann man nicht ändern, beim nächsten Mal wird es vielleicht wieder besser, schauen wir mal. An der Stelle sage ich jetzt wirklich ciao. Wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, lasst ein Like da und reingehauen.